Vom Frankfurter Hauptbahnhof aus ging es für mich auf die Reise in die mit knapp 630.000 Einwohnern einwohnerreichste Stadt Sachsens. Ziel war die Red Bull Arena im Sportforum Leipzig, Heimspielstätte von RB Leipzig. RB Leipzig oder Rasenball Leipzig wurde im Mai 2009 gegründet und spielt seit 2016 in der Bundesliga. Größte sportliche Erfolge des Vereins sind die Gewinne des DFB-Pokals 2022 und 2023. Der Verein wurde 2009 auf Initiative der Red Bull GmbH gegründet und übernahm zur Saison 2009-2010 das Startrecht des SSV Mark Ranstedt in der fünftklassigen Oberliga Nordost. Da auch die Vereinsmitglieder in enger Beziehung zu Red Bull stehen, wird der Club faktisch von der Red Bull GmbH kontrolliert. Vor allem in der Anfangszeit gab es gegen den Club Proteste von anderen Fußballvereinen und deren Fans, auch in Form von Spielabsagen. Die Red Bull Arena ist Teil des Leipziger Sportforums und befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft zur 2002 eingeweihten Arena Leipzig, der Festwiese sowie kleinerer Sportstätten. Das Stadion wurde für die Fußball-WM 2006 neu gebaut und liegt eingebettet in den begrünten Wall des alten Zentralstadions, dessen Hauptgebäude erhalten blieb. Das Zentralstadion wurde 1955 eröffnet und wurde auf dem Trümmerschutt aus den Luftangriffen auf die Stadt Leipzig gebaut. Mit einer Kapazität von 100.000 Zuschauern war es das größte Stadion der DDR und Deutschlands. Im Jahr 1998 entschied die Stadt Leipzig, das alte Stadion abzureißen und an gleicher Stelle ein reines Fußballstadion neu zu bauen. Im Mai 2002 fand im damals noch im Bau befindlichen Stadion die Abschlussgala des Deutschen Turnfestes statt. Offiziell wiedereröffnet wurde das Stadion am 16. und 17. Juli im Rahmen des ersten internationalen Fußballturniers im Zentralstadion. Die Kosten für den Neubau wurden zunächst auf 90 Millionen Euro veranschlagt, wovon der Bund 51 Millionen, Michael Kömmel, der den Zuschlag für den Bau und Betrieb des Stadions bekam, 27 Millionen und die Stadt Leipzig 12 Millionen übernahm. Dazu kamen noch mehr Kosten in Höhe von 26 Millionen, von denen Michael Kölmel 17 Millionen und die Stadt Leipzig 9 Millionen bezahlen. Aufgrund des fehlenden Profifußballs in Leipzig gestaltete sich die Unterhaltung des Zentralstadions defizitär. Aus diesem Grund zog der Betreiber einen Verkauf in Betracht, der jedoch scheiterte. Der Versuch Kölmels, finanzkräftige Investoren für ein Engagement im Leipziger Fußball zu finden, führte schließlich im Sommer 2009 zur Gründung von RB Leipzig unter Federführung des österreichischen Getränkeherstellers Red Bull GmbH. Ende 2009 wurden Pläne bestätigt, das Zentralstadion mittelfristig umzubenennen, da sich Red Bull im Zusammenhang mit dem Engagement bei RB Leipzig eine Option auf den Erwerb der Namensrechte gesichert hatte. Seit dem 1. Juli 2010 trägt das Stadion offiziell den Namen Red Bull Arena. Die Red Bull Arena in Leipzig verfügt über 47.069 Plätze. Diese sind aufgeteilt in 32.908 Sitz- und 14.161 Stehplätze. Die Eintrittskarten kosten aktuell zwischen 10 und 90 Euro. Noch ein paar Hinweise zur Anreise. In unmittelbarer Nähe zum Stadion gibt es keine Parkplätze. Daher bleibt nur die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Falls ihr doch mit dem Auto kommt, benutzt bitte die Park-and-Ride-Parkplätze Leipziger Messe, Schönauer Ring, Plowider Straße, Lausen und Völkerschlachtdenkmal. Von dort geht es dann weiter mit der Straßenbahn. Mit den Straßenbahnlinien 3, 7, 8 und 15 könnt ihr bis zu den Haltestellen Waldplatz oder Sportforum fahren. Von dort ist es nur ein kurzer Fußweg. Alternativ könnt ihr die Linie 4 bis zur Haltestelle Feuerbachstraße nehmen. Vom zentral gelegenen Hauptbahnhof könnt ihr die Straßenbahnlinien 3 Richtung Knaut-Kleeberg, 4 Richtung Gohlis, Landsberger Straße, 7 Richtung Böhlitz-Ehrenberg und 15 nutzen. Bis zum Sportforum sind es jeweils 4 Stationen und ca. 7 Minuten Fahrzeit. Alle Dauer- und Tageskarten enthalten eine Fahrtberechtigung für 4 Stunden vor und 4 Stunden nach dem Spiel im gesamten Netz des Mitteldeutschen Verkehrsverbundes MDV. Für die Anreise per Fahrrad stehen auf der Ost- und Westseite der Festwiese Fahrradstationen mit insgesamt 2600 Stellplätzen zur Verfügung. Dort können Fahrräder kostenfrei und bewacht abgestellt werden.
Der Stellplatz ist an Spieltagen immer ab 3 Stunden vor und bis 90 Minuten nach Abpfiff geöffnet. Wie immer mache ich euch einen Link mit den Hinweisen zur Anreise unten in die Beschreibung. Auch das darf natürlich wieder nicht fehlen, das Bild vom Stadionmenü. Abschließend wieder die Bewertung meines Besuchs. Diese Bewertung spiegelt nur meinen Eindruck eines Besuchs in der Red Bull Arena wider. Andere können und dürfen eine andere Meinung haben. Auf geht's. Verkehrsanbindung. Das Stadion ist leider nur mit den öffentlichen Verkehrsmitteln vernünftig zu erreichen. Man sollte wirklich früh anreisen und Leiter empfiehlt sich auch, möglichst früh und schnell das Stadion dann wieder zu verlassen. Die Bahnen kommen zwar in einem kurzen Takt, dennoch war es an den Bahnsteigen und auf dem Weg zur Haltestelle relativ voll, obwohl ich 5 Minuten vor Schluss das Stadion verlassen habe. Daher nur 6 von 10 Punkte. Stimmung. Die Stimmung im Stadion war gut, wenn auch nicht überragend. Von den Gästen war nichts zu hören. 8 von 10 Punkte. Stadionmenü. Das Stadionmenü kostete 9,14 Euro für beides, wobei 1 Euro Pfand für das Getränk dabei war. Die Bratwurst war ganz gut und das Bier hat mir gut geschmeckt. Preislich gesehen war das Ganze auch okay. 9 von 10 Punkten. Sicht. Der Zuschauer sitzt wie in allen neuen Stadien sehr nah am Spielfeld. Einschränkungen gibt es keine. 10 von 10. Stadion. Das Stadion wurde im alten Zentralstadion neu gebaut. Die alten Tribünen und Blockzugänge sind noch sichtbar und es wurden auch ein paar alte Sitzbänke aufgehoben. Innen ist das Stadion, wie ich finde, sehr luftig, hell und freundlich und macht eher den Eindruck, man würde eine Halle betreten als ein Fußballstadion. Positiv aufgefallen ist mir auch, dass die Ordner sehr freundlich und hilfsbereit sind und einen sofort ansprechen, wenn man etwas fragend in der Gegend herumschaut. Alles in allem wirklich top. 10 von 10 Punkte. Insgesamt kommt damit die Red Bull Arena in Leipzig auf 43 von 50 möglichen Punkten und landet auf Platz 4. Die vollständige Liste mit allen Platzierungen und Bewertungen findet ihr in der Beschreibung. Und das war es auch schon wieder mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch ein Like und ein Abo da. Wenn ihr Kritik und Anregungen habt, schreibt es mir unten in die Kommentare rein. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen. Macht's gut, bleibt gesund, euer Stadiontester.